Hallo, Herr Körner, willkommen. Möchten Sie sich selber vorstellen? Ja, hallo, ich bin Thorsten Körner, bin Autor, Filmemacher hier in Berlin und habe eine Reihe von Büchern und Biografien geschrieben und jetzt habe ich den Film Die Unbeugsamen gemacht, der derzeit in den Kinos läuft und habe dazu oder gleichzeitig ein Buch geschrieben, das heißt In der Männerrepublik. Und sowohl im Film als auch im Buch habe ich mich damit beschäftigt, wie Politikerinnen in der alten Bonner Republik gegen Vorurteile zu kämpfen hatten, gegen Sexismus zu kämpfen hatten, wie sie sich durchgesetzt haben, wie sie gelernt haben, mit Macht umzugehen. Und das war für mich in den letzten, ja, 4, 5 Jahren, die ich an beiden Projekten gearbeitet habe, eine sehr schöne Weiterbildungsmaßnahme als Mann und eine Reise in die Vergangenheit, die aber in die Gegenwart spielt und anhält. Und ich glaube, wenn man sich sowohl mit dem Film als auch mit dem Buch auseinandersetzt, versteht man besser, warum es junge Politikerinnen immer noch teilweise heute schwer haben, in der Politik, in der öffentlichen Arena sich durchzusetzen. Ja, Sie sind sehr engagiert und der Film Die Unbeugsamen bekommt eine tolle Resonanz. Wie schaffen Sie es, Männer und Frauen zu bewegen? Ich bin ja den Film und auch das Buch nicht als Feminist angegangen, sondern als Erzähler. Und mein Credo ist immer bei all den Projekten, eigentlich auch bei den Büchern, die ich davor gemacht habe, dass man die Menschen selbst hören soll. Man darf als Biograf nicht die Menschen, über die man erzählen will, in Objekte verwandeln, sondern man muss versuchen, die Menschen so, wie sie sich selbst verstehen, die porträtiert werden, so wie sie sich selbst verstehen, dem Menschen, dem Publikum, den Lesern zu zeigen. Und bei dem Film habe ich ja darauf gesetzt, dass der Film, dass die Geschichten, dass die Protagonistin selbst sich zeigen und erzählen. Und es gibt keinen Hintergrundkommentar. Es gibt also keine Stimme aus dem Off, die die in irgendeiner Weise einordnet, sondern die wirken alle durch sich selbst. Und wenn ich jetzt ins Kino gehe und ich habe eine Menge von Vorführungen jetzt mit dem Film mitgemacht, dann bin ich immer davon berührt, wie berührt die Menschen sind, die diesen Film sehen. Und das hat einfach mit der Kraft der Erzählung dieser Frauen zu tun. Und man muss, glaube ich, das ist die Kunst oder das Handwerk, man muss diesen Stimmen vertrauen und muss ihnen vertrauen, dass sie andere Menschen bewegen. Und wenn das gelingt, dann trägt so ein Film und dann emotionalisiert so ein Film und dann bewegt so ein Film vielleicht auch manche Männer, glaube ich, habe ich die feste Hoffnung, so einen Schalter in sich selbst umzulegen und über sich selbst nachzudenken und sich zu hinterfragen, ob so, wie man als Mann verfasst ist mit seinen Denkmustern und seinen Denkstrukturen, ob das alles so richtig ist oder ob man nicht vielfach Vorurteilen aufsetzt, vielfach blinde Flecken in der eigenen Identität auch hat, weil man nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht hat, was die eigene Identität für Frauen eigentlich bedeutet. Das besprechen wir noch mehr, das möchte ich gerne vertiefen. Aber erstmal bin ich wirklich neugierig. Sie haben sich mit der Biografie von Götz George, Franz Beckenbauer, Willy Brandt und über einzelne haben Sie sogar promoviert. Das heißt, das sind alle gestandene Männer. Was war für Sie entscheidend, auf diesem Weg dann ein Feminist zu werden? Das ist schön, dass Sie mich als Feministen etikettieren. Ich wäre mit dem Label ein bisschen vorsichtiger für mich oder wir müssen nochmal prüfen, ob das überhaupt Geltung haben kann. Aber Sie haben jetzt ein paar Figuren, Ikonen aufgezählt der deutschen Nachkriegsgeschichte vor allem. Also jemand wie Franz Beckenbauer oder Götz George, der für sein sehr maskulines Spiel oder für seine sehr maskuline Repräsentanz bekannt war. Heinz Rühmann, der kleine Mann. Oder auch Willy Brandt, über den ich geschrieben habe. Das sind alles Männer, ja, aber es sind Ikonen. Und in diesen Ikonen stecken die Energien auch vieler Frauen. Denn ich habe immer versucht, in diesen Büchern über diese Männer nicht das Männliche herauszuarbeiten, sondern herauszuarbeiten, warum das solche großen Stars sind, warum sie so beliebt sind. Und das kann man eigentlich nur leisten und erklären, wenn man übergeschlechtlich, also über die Geschlechter hinweg, eigentlich erklärt, was bewegen diese Menschen, was sprechen die im Publikum an, welche deutschen Mentalitäten verkörpern die. Über Franz Beckenbauer kann man sicherlich leicht sagen, dass der mehr die Männer angesprochen hat. Das ist relativ klar.
Aber wenn wir auf Götz-George blicken oder wenn wir auf Heinz Rühmann schauen, dann finden sich in diesen Figuren, und das sind Wunschfiguren, die Typen, die Rühmann gespielt hat, die Typen, die Götz-George gespielt hat, das sind Wunschfiguren der Deutschen. Und in diesen Wunschfiguren der Deutschen finden sich sowohl die Wünsche von Männern als auch von Frauen, mal mehr und mal weniger gespeichert, beziehungsweise man kann auch aus diesen Männerfiguren sehr viel über die Geschlechterverhältnisse lernen und herauslesen. Und es sind nicht nur Männergeschichten, die da entstehen, wenn man über Männer erzählt. Das ist das eine. Jetzt ganz konkret zu Ihrer Frage. Ich habe 2013 ein Buch veröffentlicht über Willy Brandt und seine Familie. Das hieß Die Familie Willy Brandt. Und als ich dieses Buch geschrieben habe über den vielleicht berühmtesten deutschen Politiker der deutschen Nachkriegszeit, der auch global sehr bekannt ist, ist mir klar geworden, wie sehr sein eigenes Leben und das Leben der meisten Menschen in der Bundesrepublik auf den Mann geeicht war, auf die männliche Perspektive. Und wie sehr der Mann als Mann wiederum das Familienleben bestimmt hat und wie sehr Willy Brandt als Kanzler und Ikone eigentlich diese Kontinuität der männlichen Machtdarstellung verkörpert hat. Und darunter hat seine Familie sicherlich gelitten. Seine Familie stand im Schatten der Macht sozusagen. Und ich habe versucht, das im Schattenstehen der Familie zu erzählen und habe damals mit sehr vielen Frauen gesprochen, Politikerinnen und Frauen von Politikern und Journalistinnen. Und ich fand, dass die alle umwerfende Erzählerinnen waren. Die haben einen anderen Blick als die Männer gehabt auf Machtverhältnisse. Die haben ein Gespür dafür gehabt, was verloren geht, wenn ein Mensch eindimensional in Macht aufgeht und sich der Macht verschreibt. Die haben kleine Details beobachtet, die haben Atmosphären aufgenommen und geschildert und die haben anders als Männer einen sehr viel differenzierteren Blick auf Politik gehabt und waren auch bereiter, einverstandener, sich zu öffnen und zu erzählen darüber. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, jetzt möchte ich mal die Geschichte der Bonner Republik nur aus dem Blickwinkel von Frauen und Politikerinnen erzählen. Und ich glaube, das würde den Blick auf dieses Land verändern können, beziehungsweise das Land in der Rückschau noch mal ganz anders darstellen. Das war so der Ansatz. Und das wäre jetzt interessant, weil Sie eben, wie gesagt, viele Biografien geschrieben haben. Was ist dann daran so fasziniert, als Regisseur zu arbeiten? Sie meinen als Filmregisseur? Als Filmregisseur, ja. Na, für mich ist das ja ein Privileg. Ich bin eigentlich überwiegend mehr Autor, der am Schreibtisch sitzt und Bücher schreibt und habe aber seit 5, 6 Jahren auch Filme gemacht. Und das fing damit an, dass ich einen Film über Angela Merkel habe machen können, bin da eingestiegen. Und nun ist Angela Merkel auch eine faszinierende Figur, ein faszinierender Mensch, eine faszinierende Ikone. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt aktuell auf das Buch und den Film blicke, also auf den Film Die Unbeugsamen und auf das Buch In der Männerrepublik, dann kann man in beiden Medien als Erzähler arbeiten, aber man kann mit verschiedenen Mitteln arbeiten und man kann sich so wechselseitig ergänzen. Also man kann mit unterschiedlichen, ja, Medien habe ich bereits gesagt, aber man kann mit unterschiedlichen Materialien arbeiten. Also wenn ich im Buch mit Wörtern arbeite und eine Szene beschreibe, dann ist das was anderes, als wenn ich im Film die Bilder selbst sprechen lasse. Also im Grunde genommen sagen ja viele Leute immer, Literatur sei die Kunst oder das Handwerk, wo der Leser sehr viel aktiver sein müsse und sehr viel partizipativer wäre und sehr viel mehr die Bilder im Kopf entstehen lassen müsse. Ich weiß nicht, ob das immer so stimmt. Ich glaube, dass auch gerade der Film unglaublich viel Teilhabe und Mitarbeit des Zuschauers, der Zuschauerin erfordert, weil man das, was zwischen den Bildern liegt, ja nicht erzählt bekommt. Also im Schnitt, im Film ist der Schnitt die, würde ich sagen, mit die größte Handwerkskunst, weil man eine Geschichte erzählt und es ist ganz wichtig, was man weglässt und es ist ganz wichtig, was Schnitt zwischen den Bildern stattfindet. Also wenn wir von einer Einstellung zur nächsten wechseln, dann ist ja dazwischen ein Schnitt. Und in diesem Schnitt, den der Zuschauer oft gar nicht merkt, passiert ganz viel. Und dieses ganz viel Passieren,
Das verarbeitet der Zuschauer im Kopf oder erzählt es oder ergänzt es selbst. Und das ist für mich als ein Erzähler, der immer gerne mit Leerstellen gearbeitet hat, also der immer möchte eigentlich, dass man dem Zuschauer nicht alles vorkaut, dass man dem Leser nicht alles vorbuchstabiert. Ich möchte gerne beteiligte Leserin, ich möchte gerne mitdenkende Zuschauerin, ich möchte gerne, dass der Zuschauer sich den Film oder das Buch ganz und gar zu eigen macht und sagt, eigentlich habe ich das Buch geschrieben, eigentlich habe ich den Film gemacht, wenn ich im Kino sitze. Und das ist ein Geschenk, wenn man auf beiden Baustellen arbeiten kann und dann irgendwann ja, das abgeben kann an die Leserin. Und wie ich das gerade im Kino erlebe, ist es tatsächlich so, dass die Zuschauerinnen sich den Film ja aneignen, dass sie diesen Film zu ihrem eigenen Film machen, dass sie ihren eigenen Lebensfilm, also das, was sie erlebt haben, wie sie aufgewachsen sind, was sie an Benachteiligungen erlebt haben, das finden sie in dem Film wieder und verschränken das mit diesem Film. Und das habe ich jetzt ein paar Mal miterleben dürfen. Das ist eigentlich die schönste Form der Rezeption, wenn man die miterlebt als Regisseur oder Autor oder als Erzähler, wie man will. Also wenn man das live miterleben kann. Also ich kann ja selten, erlebe ich es mit, wenn jemand mein Buch liest, weil ich kann mir ja schlecht hinter jemanden setzen und dem beim Lesen zuschauen. Aber ich kann anderen Menschen beim Zuschauen zuschauen. Und das ist ein großes Geschenk. Ja, das ist tatsächlich so, dass dank der Szenenzusammensetzung und der diachronischen Betrachtung, sagen wir so, weil die Politikerinnen, also sie zeigen sie als junge Frau, aber dann auch jetzt, wie sie dann ihr eigenes Werdegang, sagen wir so, kommentieren. Dank dieser ganzen Betrachtung ist der Film richtig spannend. Das heißt, es wäre schön zu wissen, wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, dass sehr viel Arbeit dahinter steckt. Allerdings, und das zu meiner Erleichterung, ist Film ja immer sehr viel mehr Teamarbeit als das Buch, als Bucharbeit, als Schreiben. Das heißt, der Film Die Unbeugsamen lebt ja gerade vom Archivmaterial und der Montage des Archivmaterials. Und Sie haben gerade ein sehr schönes Wort dafür gebraucht. Wir erzählen diachronisch. Wir erzählen also durch die Zeit hindurch, über Zeitläufe hinweg und spannen immer neue Zeitbögen, sodass man eigentlich auch den Darstellerinnen beim Altern zusehen kann, aber sie verjüngen sich auch, weil wir ins Archiv zurückblicken und dann kann der Zuschauer sehen, so sah diese Politikerin früher aus, so hat sie damals gesprochen, so hat sie sich heute entwickelt. Und dieses Teilhaben an Diachronie, dass man das dem Zuschauer sozusagen mit auf den Weg gibt, ist, glaube ich, eine große Qualität dieses Films. Und ich glaube, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin damit zum Co-Regisseur im Grunde genommen wird und dass vielleicht man auch mehr auf Archivmaterial setzen und vertrauen sollte. Und dabei haben natürlich ganz viele Menschen mitgeholfen, ein ganzes Team. Also wir haben 3, 4 Mitarbeiter gehabt, die sich nur um das Archiv gekümmert haben und mit denen wir immer wieder gesprochen haben, gesagt, schau doch mal bitte danach, könnte da noch was sein. Ja, und da wird über Jahre werden Archivstücke zusammengetragen und wir haben diese Interviews auch über mehrere Jahre gedreht, also 2,5, 3 Jahre haben wir auch gedreht immer mal wieder an dem Film. Und letzten Endes, wenn man dann alles Material beisammen hat, das Archiv und die neu gedrehten Szenen, dann geht man damit in den Schnitt und hat hunderte, wenn nicht tausende Stunden von Material, das man gesichtet hat und das man dann anfängt zu montieren. Und da ist, wie gesagt, ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Montage, also das, was die Editoren, früher hat man Cutterin gesagt, was die Editorin macht, das ist ein virtuoses Handwerk. Und es geht nicht nur darum, Bilder einfach zusammenzufügen oder Bilder zu trennen, sondern der Editor ist derjenige oder diejenige, die wirklich die Bilder mit Bedeutung füllt und auch die Schnitte, also das, was zwischen den Bildern passiert, mit Geschichten füllt. Also das ist eine Kunst, die sehr viel Sensibilität erfordert und sehr viel Spürsinn erfordert. Und das Glück hatte ich, dass ich so eine Editorin hatte, die Sandra Brandl, mit der habe ich das zusammen gemacht. Und das war ein großer, kreativer, schöner Dialog.
Toll. Sie sagten, dass Sie auch mal in Inkognito im Kino waren, um sich die Vorführung anzuschauen. Wie reagieren dann Menschen auf junge und alte Frauen, die so kompetent, leidenschaftlich und schlagfertig sind? Also ich habe den Film jetzt mittlerweile, glaube ich, 10 oder 12 Mal im Kino gesehen. In der Regel wusste das Publikum, dass ich da bin, weil angekündigt war, dass man hinterher darüber diskutiert. Ich weiß nicht, ob das die Chemie im Zuschauerraum verändert und deshalb bin ich sozusagen inkognito in zwei Vorstellungen, vielleicht sogar in drei Vorstellungen gegangen und wollte mal sehen, wie das Publikum reagiert, wie viele Leute da sind und was das für eine Interaktionsgemeinschaft da im Kino miteinander ist. Und das hat mich sehr bewegt, weil die Leute haben von der ersten Minute an gelacht. Beim ersten Archivstück wird gelacht, wenn die Marie-Elisabeth Lüders beispielsweise zur Gleichberechtigung etwas sagt. Die Leute seufzen auf. Man spürt tatsächlich, wie der Körper sich neben dir im Stuhl bewegt. Es gibt Menschen, die rufen dazwischen und buhen jemanden aus, wenn da ein Mann was Törichtes sagt. Es hat immer wieder Szenenbeifall gegeben, was ich ungewöhnlich finde. Es kam nicht in jeder Vorstellung vor, es kommt aber immer wieder vor und es gibt jedes Mal sehr viel Schlussapplaus, was auch ungewöhnlich ist im Kino. Und ich bin dann bei zwei dieser Vorführungen, bin ich dann, als der Film zu Ende war, ganz schnell aus dem Kino gegangen und bin rausgerannt, weil ich sehen wollte, wie die Zuschauer reagieren, wenn sie aus dem Kino kommen. Also wie sehen die Gesichter aus? Sind die Gesichter verschlossen oder sind die Gesichter offen? Unterhalten sich die Menschen oder sind die Menschen eher still und andächtig? Und das waren Momente, die ich sicher in meinem Leben nicht vergessen werde, weil die Gesichter haben einerseits geleuchtet und die Menschen waren bewegt. Und ich erinnere eine Frau beispielsweise, die rauskam und den Titelsong des Films nachsang. Das ist so eine feministische Hymne aus den 70er Jahren von Helen Reddy, I Am Woman. Und dann kam diese Frau aus dem Kino raus, stellte sich auf den Bürgersteig, zeigte ihren Bizeps und sagte, I Am Woman, I Am Strong. So, und das ist einfach ein krasses, also wenn man das sieht, ist das richtig bewegend und krass, muss ich fast schon sagen, jugendsprachlich. Und bei einer anderen Vorführung ist eine Frau aufgestanden, während der Abspann noch lief und fing an, eine Rede ins Publikum zu halten, dass sich mehr Frauen in die Politik einbringen müssten. Der Film hat also, glaube ich, auch so ein aktivierendes Element. Der Film löst was in Menschen aus und das habe ich jetzt von jüngeren Menschen auch gehört, dass sie Lust haben, sich jetzt in die Politik einzubringen. Und es ist mittlerweile, der Film läuft jetzt in der 5. Woche, glaube ich, es ist mittlerweile ein Film geworden. In der 1. Woche sind sehr viel ältere Menschen, auch sehr viel ältere Frauen reingegangen oder Frauen dieser Generation. Jetzt mittlerweile ist das Publikum jünger geworden und man sieht, und ich höre das von vielen Seiten, dass die Menschen zwei oder dreimal in den Film gehen und dann ihre Enkel mitnehmen oder ihre Kinder mitnehmen, weil sie wollen, dass die verstehen, was sie eigentlich erlebt haben damals. Und das ist natürlich ganz, ja, wunderbare Erfahrung, die man da mitgeteilt. Ja, das ist die jüngste Vergangenheit. Ne? Da wohnte ich auch schon in Deutschland. Deswegen hat mich auch so wirklich bewegt. Aber nochmal, die Unbeugsamen waren unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten sie ihren Weg und trotzten Vorurteilen sexueller Diskriminierung. So steht es auch in der Pressemitteilung. Aber erzählen Sie uns etwas über Sexismus gestern und heute. Mir ist ganz wichtig, dass der Film nicht nur unter dem Thema Sexismus oder MeToo abgehandelt wird. Das ist ein Kapitel in diesem Film oder es sind zwei, drei Kapitel, taucht es auf. Aber letzten Endes ist ja die Botschaft des Films oder was der Film auch zeigen will, ist, dass es Frauen gibt, die nicht nur sachkompetent waren und machtbewusst waren, sondern auch charismatisch waren und gute Rednerinnen waren und dass die sehr wohl Macht konnten und auch Politik gestalten konnten. Also mir wird ein bisschen unter dem Aspekt MeToo oder Sexismus, der lässt sich medial auch in den Medien immer relativ schnell darstellen. Und das ist immer so das Erste, worauf die Medien zugreifen. Deshalb finde ich schön, wenn wir jetzt ein bisschen länger, sagen wir mal, als im Zeitungsartikel darüber sprechen können.
Sexismus ist natürlich ein Thema des Films und ist ein Thema dieser Generation gewesen. Und Sexismus ist heute immer noch ein großes Thema. Das verschwindet ja nicht aus der Gesellschaft. Und genauso wie die Frauen seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden möglicherweise um politische Teilhabe kämpfen mussten und langsame, langsame Fortschritte machen, so werden wir den Kampf gegen Sexismus auch nur dann gewinnen oder richtig erfolgreich führen können über einen sehr langen Zeitraum. Und es bedarf immer wieder neuer Ansätze und die MeToo-Bewegung ist da ein Ansatz, ein neuer Aktionsschritt, um dagegen anzugehen und anzukämpfen. Das heißt aber nicht, dass Sexismus sich nicht wandeln könnte oder andere Formen annehmen kann. Denn Sexismus heißt ja nicht nur, und das ist immer so ein verkürztes Verständnis, vor allem von Männern, die das so verstehen, Sexismus heißt ja nicht nur die sexuelle Belästigung von Frauen, sondern es heißt einfach auch die Benachteiligung von Frauen, die Missachtung von Frauen, der Ausschluss von Frauen an gesellschaftlicher Teilhabe, das Fernhalten von Frauen von politischer Macht aufgrund ihres Geschlechtes. Das heißt insgesamt die Herabwürdigung des weiblichen Geschlechtes, weil man glaubt, er sei in einer machtvolleren und überlegenen und von der Natur aus gegebenen Überlegenheitsposition. Und das ist ein Prozess, das zu bekämpfen, der über Jahrhunderte wahrscheinlich noch weiterläuft, der aber auch geführt werden muss, aktiv als Arbeit von Männern selbst. Denn ich glaube, das Wichtige ist, dass die Männer begreifen, dass wir Männer, wenn ich mich da jetzt mit einschließe, begreifen, dass unser Verhalten auch darüber entscheidet, welche Spiel- und Entfaltungsmöglichkeiten Frauen beispielsweise in der Politik haben, aber dass wir selbst, wenn wir uns dafür einsetzen, dass Frauen mehr Teilhabe hat, dass es gerechtere Löhne gibt, dass die Care-Arbeit besser verteilt und gerechter verteilt wird, dass es letzten Endes auch auf unser Konto einzahlt und für den Mann entscheidend auch ist und wichtig ist, weil dessen Rollenbild sich ja auch ändern sollte. Wenn also der Mann zukunftsfähig sein will, wenn er nicht ein Fossil werden will, das aus der Zeit fällt und genauso wie Öl und Gas oder Atomkraft irgendwann abgeschafft werden will, wenn er also mit der Zeit gehen will, dann ist es, glaube ich, klüger, dass man sich um eine modernere und geschlechtergerechtere Gesellschaft kümmert, zum eigenen Vorteil der Männer. Ich glaube fest daran, dass Teams, die gemischt besetzt sind, paritätisch besetzt sind, besser funktionieren. Das ist ja auch vielfach, denke ich, durch Studien belegt, dass der Dialog zwischen Mann und Frauen gerade im Arbeitsleben, in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft, dass der zweckdienlich ist, dass der sachdienlich ist, dass der ökonomisch ist, dass der kreativ ist. Und ich denke, das 20. Jahrhundert war vor allem auch ein Jahrhundert der Männer. Die Bilanzen sind ziemlich schrecklich, würde ich mal sagen. Und ich hoffe mehr darauf, dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Frau wird. Und ich glaube, dass die Männer verstehen müssen, dass wir selbst die allergrößten Gewinner wären, wenn es so käme. Das hört sich so an, dass in jedem Mann ein kleiner Taliban noch steckt und der keine Macht teilen will. Ich meine, der Taliban ist ja eine interessante Figur gerade. Also einerseits könnte man sagen, ja, das ist so ein archaisches Stammesverständnis, das mit einer extremen Auslegung des Koran, mit einer extrem religiösen splitterhaften Auslegung des Koran Frauen beschränken und einschränken will. Aber im Grunde genommen ist das, was der Taliban denkt und wie er fühlt und handelt oder agiert, im Grunde genommen die punktuelle und sehr kleinteilige Zuspitzung eines Verhaltens von Männern weltweit in populistischen Bewegungen oder Tendenzen. Denn was wollen die Taliban? Die Taliban wollen die Bewegungsfreiheit von Frauen einschränken, die Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen einschränken, Bildung verweigern, das Gesicht soll verschleiert werden und. Das heißt, der Taliban ist einer, der jetzt schon aus der Zeit gefallen ist, weil er die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat. Und in allen, und deshalb ist er übrigens, sind die Taliban für viele jüngere Männer recht attraktiv, sogar für teilweise für westliche Männer, weil die haben ihre Kalaschnikows, die haben Rauschebärte, die haben ihre farbenfrohen Umhänge, die sehen auf eine unheimlich
vielleicht perverse, angsteinflößende Weise attraktiv aus. Das strahlt ja dieser ungebrochene Machismus, der hat was Attraktives für junge Männer, vor allem wahrscheinlich für eher, nicht nur für ungebildete junge Männer, ich glaube insgesamt für junge Männer, diese Verfügungsgewalt über Waffen und Frau, darum geht es. Verfügungsgewalt über Waffen und Frau und Macht. So, das ist eine extreme, einseitige, radikale Ausprägung. Aber letzten Endes stecken in allen Männern, die ja auch in anderen totalitären oder autoritären oder populistischen Bewegungen über die Welt und über das Schicksal von Frauen verfügen wollen, stecken alle kleine Talibane. Nicht in dieser religiösen Zuspitzung natürlich, aber das Grundprinzip ist gleich, sich einbilden zu können, dass man immer noch, dass der Mann immer noch über Frau verfügen kann. Also von daher gibt es da gewisse strukturelle und mentale Vergleichbarkeiten. Ja, das stimmt. Wenn Fundamentalisten und Populisten an die Macht kommen, werden als erstes Frauenrechte abgeschafft. Das ist so bis jetzt so. Das ist eine Bestätigung. So, dann jetzt eine Frage über Ihre Zukunft. Wie sieht denn Ihre Zukunft aus? Welche Pläne haben Sie für die nächsten Jahre? Also wir Frauen sind jetzt gespannt. Ja, wie meine Zukunft aussieht, ist eine schwere Frage. Habe ich noch eine Zukunft? Ich bin 55 und ich versuche mich weiterzubilden. Die Arbeit in diesen Frauenthemen, wenn Sie so wollen, war eine Weiterbildung. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, auch für die Zukunft. Ich hätte Lust, eine Reihe von Filmen zu machen, die thematisch vielleicht in die gleiche Richtung gehen. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die noch zu entdecken wären, Pionierinnen auch in der Politik oder in anderen gesellschaftlichen Feldern, die zu erzählen wären. Ich hätte aber auch Lust, Bücher ganz anderen Inhalts zu schreiben. Also von daher, einerseits bin ich mit Arbeit nicht, kann ich da nicht klagen, dass ich zu wenig Arbeit hätte. Das Problem ist, glaube ich, und das teile ich vielleicht auch mit Frauen, und das hat vielleicht dann auch was mit meiner Verfasstheit zu tun. Also eine Autorin, zu der ich mich sehr hingezogen fühle, ist Virginia Woolf. Ihr Buch über, es heißt, glaube ich, das wissen Sie besser, das heißt, glaube ich, ein kleines Zimmer für mich selbst oder ein Raum ja. für mich selbst. Das ist so ein Room Buch, das ich vor einigen Room, ja, das hat was in mir sehr, das hat mich sehr berührt, weil ich bin ja ein freier Autor und im Grunde genommen geht es in ihrer Geschichte, in diesem langen Essay, es ist ja eigentlich, geht es darum, wie eine Frau sich einen Raum und einen Platz in der Welt verschafft, in dem sie so sein kann, wie sie sein möchte, und einen Platz, der nicht immer erstens von Männern bestritten wird und eingeschränkt wird, sondern auch, wo sie in einer gewissen Würde leben kann. Und das hängt immer auch am Geld. Und die Frau war und ist in vielfacher Weise immer noch dadurch eingeschränkt, dass die Verfügungsgewalt über das Geld vielfach immer noch in Männerhand liegt. Und diese Geschichte von Virginia Woolf, die hat mich deshalb so berührt, weil ich das auch als meine Geschichte erkannt habe oder gelesen habe. Also von daher ist das eine, dass man sich seinen Platz in der Welt erstreitet. Und ich als freier Autor fühle mich da vielfach, also als Freier, der keiner Institution angehört oder der ja auch nie in eine Festanstellung gestrebt hat. Da fühle ich mich vielleicht auch deshalb, kommt mir manchmal so vor, ja, Frauenfragen recht, ja, recht nahe, weil es Überlebensfragen sind in einer Gesellschaft, die vielfach einseitig monetär geprägt ist, vielfach einseitig auf Statussymbole setzt, vielfach einseitig auf eine Machtpräsentation setzt. Und das sind Sachen, die mir eher persönlich zuwider sind. Also meine Zukunft stelle ich mir so vor, dass ich die Geschichten, die ich erzählen möchte, erzählen kann, ohne sie vom ersten Tag an auf den Markt tragen zu müssen, ohne sie sofort ökonomisieren zu müssen und finanziell oder irgendwo rechtfertigen zu müssen. Oder auch Bücher oder Filme, alles schreit heute leider
ganz schnell nach der Quote. Alles, was sich nicht über die Quote legitimiert, also ich meine jetzt die Einschaltquote und nicht die Frauenquote, alles, was sich über nicht sofort über die Quote legitimiert, über Zuschauerzahlen, Leserinnenzahlen, das wird ganz schnell beiseite geschoben. Und ich würde gerne einerseits kleine, bescheidene Geschichten erzählen, die aber doch wichtig sind. Und ich glaube, die Gesellschaft bleibt nur dann zusammen, wenn wir alle miteinander unsere Geschichten uns wechselseitig erzählen können und wenn wir eine Gesellschaft schaffen, die überhaupt einen Atem dafür hat, dass es Menschen gibt, und damit meine ich jetzt nicht nur Erzähler oder Schriftsteller oder Regisseurinnen oder andere, sondern dass jedem Menschen seine Geschichte zugestanden wird und der die entfalten kann. Aber solange wir die ganze Zeit im Hamsterrad stecken, solange ist das ja schlecht möglich. Aber ich blicke fröhlich in die Zukunft. Ja, gut, jetzt mit dieser Resonanz haben Sie vielleicht mehr Freiheit, gerade was Sie erzählt haben, das zu tun, was Sie möchten, ohne erstmal auf das Geld zu schauen. Das ist auch eine gute Sache, was Sie geschafft haben. So, aber ich möchte noch schließen mit einem Zitat von Käthe Strobel. Das ist auch in ihrem Film am Ende zu sehen. Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie alleine den Männern überlassen könnte. Und deswegen möchte ich Sie fragen, was wollen Sie unseren Usern mitgeben? Ja, ich möchte, dass wir alle miteinander verstehen. Also was Käthe Strobel sagt, ist natürlich total richtig. Politik ist eine viel zu ernste Sache, um sie allein den Männern zu überlassen. Heißt doch, und das erleben wir doch gerade jetzt, dass tatsächlich die Welt auf dem Spiel steht. Um nichts weniger geht es gerade. Und das sind nicht nur Fragen des Klimas, aber das natürlich vor allem des Klimawandels, der Klimakatastrophe, die auf uns zurollt. Aber es geht auch um eine globale neue Weltordnung, es geht um neue Verteilungsgerechtigkeiten weltweit. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Welt besser verfasst wäre, wenn wir mehr weibliche Repräsentanz in den Parlamenten dieser Welt hätten. Und ich glaube, dass wir den Begriff des Parlaments anfangen müssen, neu zu denken. Wir müssen, die ganzen westlichen Demokratien sind ja teilweise doch in erheblichen Krisen und unter Beschuss. Nicht nur von populistischen Bewegungen, sondern auch von der Aushöhlung des demokratischen Systems durch ja, eine gewisse Auszehrung. Man hat viel zu lange geglaubt, das westliche Demokratiemodell sei allen anderen demokratischen Formen überlegen und würde schon alleine von alleine den Lauf der Weltgeschichte gewinnen. Und das ist, glaube ich, falsch. Wir müssen uns in jeder Generation unsere Demokratiefähigkeit erstreiten und dazu gehört eine Parität der Geschlechter. Und ich glaube, dass westliche Demokratien, die ausblenden, dass Frauen ja nicht nur häufig genug, auch in der Bundesrepublik ist es so, in der leichten Mehrzahl sind, sondern dass Frauen einen anderen Blick auf die Wirklichkeit haben, dass sie teilweise andere Bedürfnisse haben, dass sie andere Lasten zu tragen haben, dass sie andere Sensibilitäten haben als der Mann für die Gesellschaft und einen anderen Blick. Und wenn man diese Qualitäten ausschließt, wenn die verkümmern, wenn die Parlamente dieser Gesellschaft nicht diverser werden und weiblicher werden, dann verkümmert Demokratie. Es käme also darauf an, denke ich, und das ist wichtig, gerade für die jungen Menschen, glaubt nicht das, was eure Mütter und Großmütter erstritten haben, dass euch das sicher zur Verfügung steht. Das gilt auch für junge Männer. Kümmert euch darum, dass wir weiter einen demokratischen, vielfältigen, lebendigen, friedlichen Weg gehen. Das ist wichtig. Und da müssen sich hierzulande, aber weltweit in Europa, ja, da müssen die Karten neu gemischt werden. Und deshalb sehe ich in diesen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, gerade jetzt vor der Bundestagswahl, aber gerade auch vor den Herausforderungen des Klimawandels, auch eine Möglichkeit, Gesellschaft in einem guten Sinne umzubauen. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne.